war mein Finger im Weg, ne? Kleine Rede, kleine Anführungsstriche. Oh, jetzt werden sie erstmal hin und her geschaukelt. Wieder mobilisiert, ja. Also für 3, 4 Tage alt finde ich die, sehen die gut aus, ne? Waren bei Tessa auch 4 im Ultraschall? Oder? 4 bis 5, hatte man gesagt. Habt ihr dann geröntgt oder habt ihr... Nö. Oh, das ist klar, dass nichts mehr kommt. Also die Dr. Mörkel kann das, ist ja unheimlich gut hier, unsere Fachärztin. Die hat ja 6 gesagt. Und den Decktag hatte sie ja auch gut bestimmt, ne? Ui, das ist toll. Ist ja lieb, dass der Helmut gucken darf. Hat der Helmut aber Glück. Tatsache, Duralok. Duralok guckt nicht. Das wäre das Allerschlimmste. Können die anderen jetzt gleichzeitig? Und beides Erstgebärende, ne? Da ist wieder der Rote. Tja, wie kommt man auf einmal rauf? Das ist nicht so. Der eine hat es schon halb gegriffen. Ja, ja, guck mal. Guck. Was schafft er jetzt? Jetzt wieder rückwärts gehen. Boah. Tja, Schätzchen, wie sollen die an deine Zitzen kommen? Das sind nur 3, 4, 6 Leute. Aber regelt sich von selbst. Da sollte man gar nicht so oft eingreifen, finde ich. Es sei denn, dass ein oder einer überhaupt nicht zunimmt, dann wäre das natürlich was anderes. Die eine Hündin wird ja übermorgen ein Geburtstagsgeschenk. Kennst du die Geschichte? Das ist ja auch niedlich.